damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcsmaster 2 Together mit dem Nateria. Wir haben gerade die versteckte Schlucht abgeschlossen und ja, den Verdrescher freigeschaltet. Welchen ich denke ich auch jetzt ausrüsten werde, wenn man den hier gebrauchen kann, weiß ich ja nicht. Leertaste zum Fortsetzen drücken. Du meinst, zurück zu den alten Ordensfestungen? Solange wir die Quelle nicht finden, reagieren wir immer nur auf jeden neuen Spalt, der sich öffnet. Die Antwort liegt irgendwo in der Totenwelt der Orks. Moment, hier kommen sie lang. Woher weiß ich denn, dass das nicht einer dieser Bösewicht, der sich zu einem sexy Partner verwandelt, Tricks ist? Deine Kräfte sind den meinen ebenbürtig. Hast du etwa Angst? Ich weiß, dass ich Angst habe. Verdammt, egal, jetzt habe ich es vergessen. Das kam jetzt irgendwie falsch rüber. Ich wollte eigentlich eben noch Dings machen, diese Verdrescher auswählen, weil die hätte man hier ganz gut, glaube ich. Ne, hätte man hier gar nicht platzieren können. Okay, gut, war doch kein Fehler. Ja, so wie es aussieht, kommen welche von unten, Fliegeviecher von vorne, dann welche von oben links und Fliegeviecher von vorne. Oh, das geht doch nicht. Wollen wir neu starten? Bist runtergefallen? Ja. Okay. So. Sehr schön. So, Decken fallen oder kann ich da unten welche? Nee, komm, wir lass müssen durch den drauf Spalt geschissen. Gehen. Du meinst, zurück zu den alten Ordensfestungen? Solange wir die Quelle nicht finden, reagieren wir immer nur mal auf schauen, jeden neuen da Spalt, kommen sie der lang. Sich öffnet. Gehen die dann Antwort hier rüber. Liegt irgendwo in der Totenwelt der Orks. Moment, kann man aber auch mal leicht runterfallen. Woher weiß ich denn, dass das nicht einer dieser so, ich habe jetzt auf der anderen Seite drei fallen und hier zwei. Ja, und deine ich mach hier dicht eben und will hier dicht machen, hast du etwa Angst? Dass sie praktisch weiß, hier durch Angst müssen habe. Und dann sich hier aber aufspalten. Warte mal, ne? Das kam jetzt irgendwie falsch rüber. So, und ich glaube, hier kommen auch Flugviecher wieder. Die Musik, ey, jetzt ist sie schon wieder so scheiße laut. Ja, bei mir auch. Kennt ihr mich noch, ihr Süßen? Alter Schwede. Erstmal alle von diesem Zugding voll erwischt. Zack, da nochmal. Hui! Der hat den fetten Salto gemacht. Ich will mal gerade kurz was gucken. Hier kommen sie dann raus und laufen hier lang. Ja! Juhu, das war's. Ah, jetzt kommen sie aus den anderen beiden. Wir könnten es theoretisch auch so machen, dass wir eine Seite praktisch dicht machen. An die Arbeit! Dass wir dann zum Großteil den anderen Spalt verteidigen. Flieger! In der Luft! Bam. Hast du schlechte Laune? Ich? Ja, du wirkst gerade so aggressiv. Mann, wieso? Das ist eine Menge Tod. Oh. Stinkende Viecher hier. Erstmal egoistisch nach vorne gesprintet. Scheiß auf alles. Wow, da stand ich im Weg rum. Bam, bam.
Achso. Da dachte ich eben, das wäre ein Mana-Krank. Oh. Wie viele kommen denn dann noch? Das wird blutig enden. Keine Sorge, es sind nur noch 7 Wellen. Nur noch, ja. Alter, können die nicht endlich alle einfach draufgehen hier? So macht man das. Ja. Alter Schwede. Zieht besser Badeschuhe an, sonst passiert noch ein Unglück. So. Die Schonzeit ist vorüber. Erstmal. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade 3 von diesen speziellen Kugeln da auf einen Gegner abgefeuert. Latsch. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Zack, werden sie da alle schon rumgeschleudert. Ach ja. Und schon wieder. Ich find's witzig. Vogelgesichtet. Was wurde gesichtet? Ogre. Ach so. 1, 2, 5. Bam. Oh, hier ist ein Ogre. Ist bei dir auch einer? Meiner ist tot. Achso, dein Herz ist erledigt. Ist es doch Wenn er am Boden liegt, einfach in den Rücken. Das war unglaublich. Und ein zweites Arschloch noch geschossen. Toll, da muss er jetzt unbedingt noch einmal uns stunnen, ne? Ah. Saurer Regen ist nichts dagegen. So. Also hier ist jetzt alles voller Säure. Na. Ich mach hier noch dicht, so. Können wir praktisch, werde ich hier vorne noch alles dicht machen, dann müssen wir zum Großteil nur dort drüben verteidigen und hier dürfte das meiste die Fallen erledigen und selbst wenn, müssen sie hier einmal außen rum, also. Ja, ich werde hier gleich mit Eis einfangen. So ja. In der Luft! Oh, ein Ogre, klasse. 2 Ogre! Sehr schön, danke. Oh, das gibt's doch nicht. Runtergefallen? Ja, schon wieder. Egal. Ich rutsche hier immer so am Boden. Das ja. Ist voll homophob. Voll homophob. Ja. Bam. Bam. Mann, das ist eine Menge tot. Achso, am Himmel sind auch wieder Flugviecher, ne? Jo, bin dabei. Oh, ich bin verlangsamt worden hier gerade. Zack, zack. So, ich kaufe mir, glaube ich, gleich erstmal eine neue Waffe, bevor ich irgendwas anderes mache. Ups. Bester Job aller Zeiten. Sehr schön. Ich
platziere hier drüben noch mehr Fallen. So reicht's erstmal. Ich hab jetzt erstmal eine Reihe Eis hingelegt. Ja. Eis. Oh. Toll, jetzt habe ich Hunger auf Eis. Ich glaube, ich esse gleich ein Eis. So, ich habe hier jetzt nur einen Troll. Einen einzigen. Oh, da kommt noch mehr. Hui! Das dürfte ein neuer Rekord sein. So, der ist runtergefallen, glaube ich. Hier ist ein Uga. Bam, in your ass. In dem Fall wohl eher. Bam, Mr. Uga. Einwohner! Schön liegen bleiben. Alter! An dem Oger zerplatzen die Dinger einfach, die Wagendinger. Zieh dir das mal rein. Das war heftig. Das hat's voll gebracht. Kommst du klar drin? Jo. Gut. Zack. So. Hui, das dürfte ein neuer Rekord sein. Hast du hier die Münzen alle eingesammelt? Ja. Ich glaube, drin bei mir ist noch ein. Wow, fast runtergefallen. Ja. Geht ziemlich schnell, ne? Ah. Zeit für ein Gemetzel. So. Ich kümmere mich mal um die Flieger ganz fix. Bam. Latsch. War noch eine Blutwolke. Schaffst du das mit den Fliegern? Ja, das sollte ich hinkriegen. Das Problem ist halt, dass ich eine Schrotflinte habe und die Streuung ein bisschen nervt. Also wenn du kurz die Flieger da, weil ich habe jetzt gerade aufs Maul bekommen. Sind weg. Danke. Willkommen im Fresserserienhaus. Einwohner. Bam. Schaffst du das da? Jaja, das ist kein Problem. Bam, hab ich den. Oh. Runner. Zack. Nicht mit mir, kleiner Mungo-Käfer. Ja. So. Das wird klasse. Mehr Fallen. Okay, mehr Fallen kann ich nicht platzieren. Zeit für ein Tänzchen! Ich lebe für Off-Massaker! Zack! Tja, das war's, ne? Hast du schon deine Flugscheiße erledigt? Ja. Yep. Okay, hatte ich. Ach, da kommen wieder welche. So, einer auf Fernkampf mit Schrotflinte hier. Oh geil, ich kratze da. Bam, und noch einer. Ja, Trefferserie. Zack, geh drauf. Ich lass das mal kurz hier. Achso. Kann ich noch nicht. Geld.
Kümmer du dich sonst. Achso, sind da wieder Flugviecher? Ja! Deine Flieger habe ich schon weggemacht. Achso, danke. So, ich würde mal sagen, hier. Und. So. Sollten sie da doch mal durchkommen. Los geht's! Oh, erstmal schön abgemault. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Ich sagte liegen dann. Tja. Achtung! Ich kümmere mich sonst eben mal um die Flugviecher, okay, oder auch nicht. Das ist mal eine Menge toter Ochs. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das im wie das im zweiten Teil ist, weil im ersten konntest du nämlich für Fallen so Aufrüstung kaufen, dass die mehr Geld einbringen. Ein kleines Geschenk für dich. Und hast dadurch nämlich richtig Kohle bekommen durch die Fallen, wenn du Fallen das hat gesessen. Überlassen hast. Oh, scheiße. So. Oh Gott. Zeit für ein Gemetzel. Letzte Welle. Okay, ich habe keine Kohle mehr. Flugviecher. Daneben. Schon scheiße, wenn man so fett und langsam ist. Ne? Da kommen schon die nächsten. Ja! Trefferserie! Och man, steht da natürlich ein paar Zentimeter daneben auf, wodurch ich ihn nicht treffe. Ist ja schon letzte Welle, ne? Gerade. Klatsch. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Juhu. Na los, lauf schön durch die Fallen durch. Dicker Trottel. Tja. Sehr schön. Achso, die Hälfte. Jetzt ist die Musik. Was? Was denn? Stand da eben Hälfte geschafft. Achso, wahrscheinlich Hälfte vom ersten Akt oder so. Weil es die Hälfte geschafft oder es gibt nur zwei Akte und wir haben den ersten von zwei. Ich glaube eher die erste, die Hälfte des ersten. Naja. Ja. So, wir haben fünf. Ich habe 9 Schädel. Ich zumindest. Ich guck gerade mal, was ich damit aufrüsten kann. Barrikade. Nein. Aber ich glaube, ich kaufe mir bald mal eine neue Waffe. Ring der Blitze war auch richtig geil. Ja, ich wollte mir einen Vampirhandschuh oder Flammenarmschienen holen. Aber Flammenarmschienen haben wir schon, deswegen hole ich mir wahrscheinlich den Ring der Blitze. Flammenarmschienen? Nee, also haben wir schon? Da steht dran, den kriegen wir. Ach, ja, der Quest.
Achso, ja, Flammenschienen sind richtig geil. Da kannst du so eine Feuerwand machen, die alles verkohlt. Was auch richtig geil ist, ist Ring der Blitze. Ja, den einmal kenn so einen ich. Kettenblitz machst du damit. Der oder Ring so der Blitze eine Gewitterwolke. Ne? Achso, da hattest du gespielt. Den Rest finde ich jetzt nicht so toll. Ja, ich denke, ich werde mir dann Ring der Blitze wiederholen, weil ich den geil finde. Und ich muss mal sehen, ob ich mir die Armbrust hole oder den Klingstab. Wobei, ich glaube, Armbrust. Was gibt's denn noch hier für Waffen? Zwergenhammer klingt auch geil. Greift den Gegner im Nahkampf an. Ja, okay, ist natürlich Nahkampfangriff. Primär trifft mehrere Gegner in Reichweite, benebelt den Gegner steinstark. Ja, ich denke, ich kaufe mir jetzt einfach mal die Armbrust. Und gut ist. Kopfschüsse erzeugen Mana. Ist natürlich auch fett. Ja. Gut, mehr gibt's hier nicht zu machen. Ich glaube, ich kann mir auch nichts mehr leisten. Deswegen würde ich sagen, das war der Steilhang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!